Willkommen zu einem Video. So, wir müssen jetzt als erstes kurz zu Aldi. An einem Sonntag. So, angekommen bei Aldi. So, Paket ist angekommen. Beziehungsweise habe ich es abgeholt. Und jetzt geht es in den Garten und da zeige ich euch, was alles in dem Paket ist. Aber eigentlich müsstet ihr es ja wissen, also falls ihr das Video von davor schon angeschaut habt. So, liebe Leute, jetzt packen wir das mal hier aus. Ah, hier ist ja schon offen. Der Rasendinger. So sieht er aus. Das ist solches Granulat. Ich gehe jetzt noch wieder Blätter einsammeln. Da gibt es jetzt wieder ein paar neue Blätter und dann, denke ich mal, verteile ich den. Weil irgendwie muss man versuchen, mir den Moos loszuwerden. Darf ich vorstellen, das ist der erste Laubhaufen von hier. Und ich war ja hier gestern schon zweimal bin ich hier rübergegangen. Aber ich musste das jetzt nochmal machen, weil ich will ja hier den Rasendinger überall verteilen. Und darf ich vorstellen, der zweite. Von den Beeten hier. Hier war auch alles jetzt gerade voll. Und ich werde jetzt den Rasendinger hier umfüllen und dann mit diesem großen Löffel auf dem Rasen verteilen. So. Man müsste das heute aber auf jeden Fall sehen. Hier. Das ist alles Moos. Das ist der Abgestorbene. Das ist halt der noch Lebende. Ich kann den ja auch wohl schlecht hier die ganze Zeit so rausreißen. Das ist viel zu viel. Also falls jemand irgendwie Tipps hat, wie man Moos wegbekommt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, fertig. So sieht das Ganze dann vom Nahen aus. Ich hoffe, dass das endlich mal was bringt, damit der Rasen hier wieder schön aussieht. Ich kümmere mich hier jetzt ein bisschen mal um die Himbeeren. Auf jeden Fall muss man die irgendwie halt, ja, so machen, dass die auf jeden Fall jetzt nicht einfach so rumliegen, sondern ein bisschen befestigt sind. Deswegen habe ich jetzt hier schon sowas aufgestellt und auf der anderen Seite. Dann habe ich so überlegt, so ein paar Seile zu machen, die dann irgendwie so, mal schauen, ob das was wird. Ich habe hier noch ein paar von solchen. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Weißt du, wie das heißt? Diese Stäbe hier. Mal schauen. Mir fällt schon irgendwas ein. Hast du vielleicht eine Idee? Für was? Für die Himbeeren. Nicht wirklich. Weil ich dachte erstmal so machen. Also links und rechts habe ich jetzt hier solche Rankengitter, glaube ich, heißt das, ja, aufgestellt. Und dann dachte ich so ein Seil, also so ein Faden von links nach rechts und so. Ja, was wir geholt haben. Und dann die sozusagen, dass die Himbeeren so in der Mitte sind. Oh, ja. Eine schnelle Spinne. Kleines Problem. Mäuselöcher. Da ist noch eins. Da. Ach, die sind überall. Und hier. Irgendwo war auch einer. Ich habe ihn gerade aus Versehen zugebuddelt. Das Problem ist, die essen hier die Erdbeeren. Die Erdbeeren werden hier bis zum Geht nicht mehr angeknabbert. Ja, wurden auch mal geklaut. Ja, die wurden auch schon mal geklaut. Also ungefähr so sieht die Konstruktion aus. Nicht gerade die beste, nicht die stabilste, aber naja. Irgendwie weiß ich nicht, dass bei uns hier nicht so wirklich funktioniert. Das ist irgendwie locker, obwohl wir es die ganze Zeit angespannt haben. Naja, ich würde sagen, wir lassen es erstmal so und gucken,
Oh, hier ist ein Spinnweh mit einer Spinne. Und gucken erstmal, wie lange das hält. Und ja, vielleicht finden wir mit der Zeit eine bessere Lösung. Weil hier sind ja Himbeerpflanzen. Und hier sind auch welche. Hier müsste man auch sowas machen. Aber dieses hier sieht irgendwie nicht so gut aus. Oder was ist das? Ja. Die sieht nicht so gut aus. Weil die anderen, die sind einfach riesengroß geworden. Ja, muss man gucken. Irgendwas sich noch überlegen, wie man das alles vielleicht besser machen kann und so. Hier war eine Sitztruhe, die haben wir jetzt weggemacht, wegen den Mäusen. Weil, die machen sich darunter immer Gänge. Jetzt steht die erstmal woanders. Und die ist einfach mal innen drin voll mit Spinnweben. Das ist richtig eklig. Hey, die Tomatenpflanzen kommen endlich weg. Ja. Nach so, keine Ahnung, sehr lange Zeit. Weil die im Gewächshaus sind sie schon lange raus. Hier haben wir uns eine Konstruktion überlegt. Daraus machen wir so einen kleinen Zaun. Weil wir wollen hier alles zumachen. Also so drumherum sozusagen. Damit hier der Hund ohne Probleme laufen kann. Dass man weiß, okay, der ist hier. Der rennt jetzt nicht zum Tor, also zum Zaun. Und so weiter. Ja. Und dass er halt nicht in die Beete und so weiter geht. Ja, hier haben wir einen Komposthaufen. Hier muss man nur noch die ganzen Äste aussortieren. Und dann kann das eigentlich auch schon bald auf die Beete. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel zu tun. Aber mit der Zeit wird das schon. Man wird schon mit der Zeit das Ergebnis sehen, dass es immer schöner und schöner wird. Also wir sind jetzt schon auf dem Rückweg. Wir haben jetzt noch ein bisschen Mäusegift verteilt. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgefilmt. Habe ich irgendwie nicht so dran gedacht. Und ja, haben wir noch irgendwas gemacht, nachdem ich nicht mehr gefilmt habe? Nein, eigentlich nicht. Besuch kam. Wir hatten noch kurz Besuch gehabt. Und ja, haben noch einen Kaffee getrunken und dann sind wir auch schon los. Was guckst du so? Abonnieren und Like darstellen.